Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, bin ich heute etwas gammeliger unterwegs, aber das liegt ganz einfach daran, dass jetzt heute Mittwoch ist und zwar, ich gucke auf die Uhr, ja, kurz vor 8 und ich jetzt gleich das Serienfinale von Pretty Little Liars anschauen werde. Ich habe hier meinen Fernseher schon angeschmissen und ich werde gleich Staffel 7 Folge 20 anschauen und meine Reaktion dazu filmen, weil wir erfahren, wer es ist und was dahinter steckt und so weiter und so fort. Aber ihr könnt noch diesen Anfangsteil von diesem Video anschauen, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, denn ich habe eine mega coole Verlosung für euch. Und zwar habe ich mich für dieses Video zusammengetan mit der lieben Sarah von Gossip Girl. Die hat nämlich auch eine Reaktion gefilmt, beziehungsweise filmt sie gerade, genau wie ich, und sagt auch ein bisschen ihre Meinung dazu und so weiter und so fort. Deshalb schaut am Ende unbedingt auch in ihrem Video vorbei. Ich verlinke es euch in der Infobox und auch am Ende vom Video. Und der Sarah und mir wurden von TNT-Serie freundlicherweise 4 PLL, also Pretty Little Liars Box-Sets, zur Verfügung gestellt, die wir an euch verlosen können. Das heißt Staffel 1 bis 6 von Pretty Little Liars auf DVD und das könnt ihr einmal hier gewinnen in diesem Video. Eins dann noch bei der Sarah im Video, eins bei mir auf Instagram, bei dem Bild, das ich jetzt poste und eins auch bei der Sarah bei Instagram. Das heißt, ihr habt am Ende theoretisch 4-mal die Chance, ein PLL-Boxset zu gewinnen. Und um das Set zu gewinnen, das ich jetzt hier in diesem Video verlose, müsst ihr zum einen Abonnent von meinem Kanal sein, Abonnent vom Kanal von der Sarah, also von Gossip Girl sein, verlinke ich euch natürlich in der Infobox, einen Daumen nach oben zu geben und einen Kommentar zu schreiben, indem ihr mir einfach mitteilt, dass ihr gewinnen wollt. Wie das Ganze bei Instagram funktioniert, findet ihr dann einfach auch in der Beschreibung von meinem letzten Bild. Das seht ihr dann auch gleich, dass es mit Pretty Little Liars zu tun hat. Also checkt das unbedingt mal aus, denn da könnt ihr, wie gesagt, ganz einfach auch noch ein Boxset gewinnen. Deshalb auch nochmal danke an TNT-Serie. Die stellen uns die Boxen zum Verlosen zur Verfügung. Und bei denen läuft auch jeden Sonntag um 20.15 Uhr Pretty Little Liars. Und da könnt ihr das wahlweise auf Deutsch oder auf Englisch schauen. Deshalb checkt das unbedingt mal ab, wenn ihr die Folgen nochmal oder nochmal auf Deutsch schauen wollt. So, und jetzt Spoiler-Alarm, denn jetzt fange ich mit meiner Reaktion an. Ich werde zuerst noch sagen, was ich denke, wer es ist. Also wer AD ist oder A oder das A-Team oder wer auch immer. Und dann filme ich meine Reaktion und werde die Episode anschauen. Okay Leute, ich bin mega gespannt. Ich freue mich richtig auf diese Episode. Die wird ja 90 Minuten lang sein. Also ich sehe es hier gerade schon 1 Stunde 28 Minuten. Und ich freue mich mega. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Staffel bisher nicht so besonders cool fand. Es gab immer mal wieder eine Episode, die ganz okay war oder die mir ganz gut gefallen hat. Aber alles in allem war ich sehr enttäuscht, leider. Und ich denke, Leute, ich denke, es ist Caleb. Ich glaube, Caleb ist AD. Irgendwie habe ich so ein Bauchgefühl. Wahrscheinlich ist es am Ende gar nicht, aber naja. Ich glaube, ich wäre irgendwie enttäuscht, wenn es so jemand wäre wie Melissa oder Paige oder sowas oder Maya oder keine Ahnung wer. Es könnte auch Emily sein oder Allison, aber meine Tendenz geht irgendwie zu Caleb, ich weiß auch nicht wieso. Und bevor ich jetzt hier 5 Trilliarden Stunden laber, würde ich sagen, wir starten jetzt direkt mit der Episode und mit meiner Reaktion. Melissa? Hä? Als ob man das jetzt schon weiß. Hä? Nie im Leben ist Melissa AD. Also bitteschön. Quatsch. Nee. Mona? Hä? Nicht schon wieder? Was? Hä? Nee. Was? Hä? Was? 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 Mona, im... Hä? 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 Déjà vu, bitch. What? What the f... Whoa! What? Was? Okay, what? Ist das jetzt wieder so Dollhouse-mäßig oder... Hä? Hä? Was? Was? Oh mein Gott! Nein! Spencer hat einen Zwilling? Okay, okay, mein Herz. Was? Und warum ist die andere nicht mehr im Gefängnis? Ah nee, stopp, Hologramm oder sowas, oder? Nein, oder... Spencer hat einen Zwilling. Das kann... Nee. Mom's planning a special lunch. Und sie hat einen British Accent. Was? I don't even know what question to ask first. Oh mein Gott, Ren! Spencer? What are you doing? I remember looking at love. Alex Drake. Alex Drake, what the... Hä, ist jetzt diese Alex plötzlich A oder was? AD, Alex Drake. Hä? Nein. Oh, come on. He
Ren ist der Vater! Das kann doch nicht deren Ernst sein, oder? Das kann einfach nicht deren Ernst sein. Hallo? Hörst du's? Ezra? Ezra! Wieso ist... Oh Gott, wie schlecht! I was so. Oh. Spencer hat Twins. Aber Evil Spencer ist schon geil. Also Alex, ich finde sie richtig cool. Wer ist jetzt bitte wer? Oh, come on. Nicht schon wieder alles von vorne. Addie? No, no. She's gone. Oh. So, ich bin jetzt gerade fertig geworden, also vor 2 Minuten oder so, und ihr konntet ja meine Reaktion sehen. Ich bin schon gespannt, welches Video schneide, wie ich so auf Video aussehe, wie ich da reagiere. Also ich glaube, ich habe sehr oft geflucht. I'm sorry. Also, kommen wir mal zu meiner Meinung. Mir ist auch ganz wichtig, dass ihr mir mal eure Meinung in die Kommentare schreibt, denn das interessiert mich sehr, also wenn ihr die neue Folge angeschaut habt. Was denke ich über die Episode? Ich fand die Episode sehr, sehr geil. Die war richtig, richtig gut, also mega spannend und sehr kurzweilig und alles in allem eine mega coole Episode. Aber was zur Hölle war das für eine Auflösung? Sorry, aber ganz ehrlich, also... Ich find's, oh, nee, also, nee, einfach nein. Ich fand es so kacke. Also, sorry, wenn ihr das cool findet, ist es ja schön für euch. Aber ich persönlich fand es mega doof. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, es ist bestimmt oder es muss einfach jemand von den Leuten sein, die man einfach kennt, ja. Und jetzt war es ja wieder so wie bei Charlotte oder bei Cece oder wie man auch immer sie nennen möchte. Da war es auch so, dass man sie gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Sie hat irgendwie in 5, 6, 7 Episoden mal mitgespielt, aber das war es dann auch. Und da war es ja jetzt auch so, dass man Alex, also die Zwillingsschwester, das war eh so ein Witz, schon wieder ein Zwilling oder... Also, nee, einfach nein, warum? Als ob die ganze Welt nur aus Zwillingen besteht. Das hat mich schon sehr, sehr aufgeregt. Aber zurück zum Thema. Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht und ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass es dieses Mal jemand ist, den man kennt. Also, wo man einfach weiß, okay, diese Person habe ich die letzten, wie viele Staffeln gibt es? 7 Staffeln, glaube ich, in jeder oder jeder zweiten Episode von mir aus gesehen. Oder zumindest die zweite Hälfte von der Serie oder sowas, ne? Aber es war einfach jemand, den man 0,0 kannte. Und das hat mich einfach so hart gestört. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr das findet. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr das eher cool findet oder eher nicht so cool. Ich finde es nämlich überhaupt nicht cool, weil ich hätte mir einfach gewünscht und ich bin einfach auch davon ausgegangen, dass es jemand von den Leuten ist, die man einfach kennt. Aber ich wiederhole mich, I'm sorry. Was ich aber sagen muss, was ich cool finde, ist, dass es der Zwilling von Spencer ist, weil, wie viele von euch eventuell auch wissen, liebe ich Spencer, ich finde sie richtig, richtig cool. Und die böse Spencer, also Alex, finde ich richtig, richtig cool, weil ich stehe ja eh immer so auf diese ganz, ganz bösen Charaktere, wie auch bei Game of Thrones und so weiter und so fort, aber ist ja auch Wurst. Jedenfalls finde ich, dass die Troian Belisario, also die Schauspielerin von Spencer und von Alex, das sehr, sehr gut gespielt hat und ich habe sie schon gefeiert. Also ich fand Alex richtig, richtig cool so. Deshalb hat es mir schon Spaß gemacht, das Ganze mit anzusehen, weil ich es halt einfach mega genial fand, wie sie gespielt hat und wie der Charakter von dieser Alex einfach ist. Das fand ich mega cool, auch dass sie diesen British Accent, also diesen britischen Akzent, um es auf Deutsch zu sagen, hatte, fand ich auch mega genial. Das fand ich richtig, richtig cool. Und auch, dass Ren mit drin war, das fand ich auch doppelt toll. Ich finde es schade, dass er ja jetzt irgendwie tot ist. Ich meine, sie meinte ja irgendwie, sie hat seine Asche irgendwie in so einer Kette oder irgendwie sowas, oder in einem Stein oder so. Also voll creepy, aber gut. Ich fand Alex sehr cool als Charakter und Ren, also diese Kombination mit Ren zusammen und diese ganze Story finde ich schon cool irgendwie. Aber mich stört einfach, dass es jetzt jemand ist, den man einfach nicht kannte. Was ich auch sagen muss, ist, dass ich diese ganzen Pärchensachen sehr übertrieben kitschig fand. Also das mit Allison und Emily war zwar ganz süß, aber über kitschig. Okay, es kann natürlich sein, dass es viele von euch richtig toll finden. Das kann ich auch nachvollziehen, aber ich persönlich stehe halt null auf Kitsch. Deshalb war mir das eindeutig zu viel. Ich bin halt so, ich weiß nicht, ich stehe überhaupt nicht auf Kitsch. Also, nein, eindeutig nein. Deswegen war mir das viel zu viel. Und auch, dass Ezra plötzlich in dieser komischen Höhle da war. Was sollte das? Oh, nee, Leute. Also, ihr habt bestimmt auch bei den Reaktionen gemerkt, dass es einfach sehr, sehr viel gibt, was mich unendlich gestört hat. Aber, ja, mein Gott. Also, ich fand das Ende echt
nicht gut, weil ich hätte mir echt jemand anderen gewünscht. Weil ich persönlich bin jetzt richtig unglücklich mit dem Ende. Auch wenn ich Alex als Charakter und Ren und so weiter, bla bla bla, alles ganz cool finde. Aber einfach diesen Abschluss finde ich nicht gut. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse oder hatet mich jetzt, weil es mir nicht gefallen hat. Aber sorry, ist halt meine ehrliche Meinung. Ich könnte euch jetzt natürlich auch sagen, ich finde es total toll, aber das wäre nicht meine ehrliche Meinung. Und das wollen wir ja nicht, ne? Und übrigens, weil mich auch immer wieder Leute fragen, meine Uhr hier ist von Daniel Wellington und ich habe auch einen Rabattcode für euch, denn die Uhr ist ziemlich cool und den Rabattcode findet ihr jetzt hier und auch in der Infobox. Also falls ihr Interesse an der Uhr oder an anderen Uhren von denen habt oder so, dann habt ihr jetzt einen Rabattcode, wo ihr ein bisschen shoppen gehen könnt. Und vergesst jetzt nicht, das Gewinnspiel bei mir auf Instagram und bei Sarahs Instagram und bei Sarahs Video und in diesem Video. Also macht alle fleißig mit. Alle Infos findet ihr aber auch nochmal in der Infobox. Wenn ihr neu hier seid, abonniert mich gerne, denn jeden zweiten Mittwoch gibt es ein Video zum Thema Serien. Wenn ihr Serienvideo-Wünsche habt, schreibt mir die unbedingt mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben. Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter und so weiter und so fort findet ihr alles in der Infobox verlinkt. Und mein Dude macht sie selbstständig, deswegen würde ich mal sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!